Leute, heute wird mein Schlagzeug mikrofoniert. Da habe ich schon richtig Bock drauf, weil ich in meinem wunderbaren neuen Raum sitze. Und der ist einfach wunderschön und sieht auch schon ganz geil aus. Und es, naja, es ist noch viel Arbeit, aber es ist auch schon viel Arbeit reingeflossen. Und jetzt geht es aber darum, dass diese wunderbaren Drums, die hinter mir stehen, auch mal gut klingen. Und weil wir gerade live sind und sich der Live-Chat das wünscht, werde ich jetzt auch einfach mal trommeln. Ohne die Mikrofone, die ich von Shure bekommen habe. Hier steht der ganze Schrank voll und die werde ich gleich hier dran zimmern. Erstmal so mit dem Raum-Mic, dass wir erstmal hören, wie die Drums einfach so mit dem Raum-Mic klingen. Und außerdem habe ich Bock zu spielen, außerdem will das der Chat. So ist es. Jetzt drücke ich hier drauf. So, Chat. Jetzt muss ich hier wieder umbauen. Und zwar auf die zweite Kamera. Es dauert hier alles so ein bisschen, weil es noch nicht so vorbereitet ist, aber ist doch scheißegal. Das ist diese Kamera. Und jetzt muss ich nämlich auch den Pegel von meinem Mic super krass runter regeln. Kann man dir was Gitarristisches schicken? Na klar, logisch. Ich werde auch eh bald so eine Musiksendung hier machen wollen, ehrlich gesagt, wo die Leute was zuschicken und ich vertrommel da was. So, vielleicht so. Das müsste jetzt sehr... Ah, ist doch zu laut, glaube ich. Checken wir mal das ab. Das ist jetzt leise, aber wenn ich auf die Drums haue, müsste es ja laut sein. Warten wir mal ganz kurz. Was sagt ihr? Ist das zu laut oder geht das klar? Ist das, also, es darf nur nicht verzerrt sein, das meine ich damit. Das ist jetzt nicht nach... Das geht einmal frei. Gut. Okay, dann spiele ich jetzt mal ein bisschen Drums für mich, so just for fun. Und gucken wir mal. Da geht noch ein bisschen mehr. Na, ich kann es besser später hochziehen, als dass das jetzt verzerrt ist. Ich habe ja nur das Mikrofon, was direkt bei mir vor dem Schreibtisch steht. Es war ein gutes Mic, aber es wird schwierig sein, das geil einzupegeln. Von daher, scheiß drauf, ja? Alter, 1000 Dinge hat 10 Euro getippt für die positiven Vibes. Bist du noch da auch 1000 Dinge? Alter, danke, das habe ich eben nicht mitbekommen. Ziemlich nice. Ein Zehnerle und in die Funno-Fun-Kiste. Sag mir bitte, dass du noch da bist, 1000 Dinge. Dankeschön, ich muss jetzt Schlagzeug spielen. We'll be right back.
Ey, Chat, das macht so viel Bock. Das passt, das... Das macht so viel Bock. Das macht so viel Bock. Price the Bear, vielen, vielen Dank. Ah, ich will weiterspielen. Ich spiele noch ein bisschen, ja? Ich muss noch ein bisschen spielen, Leute. Das, ich kann doch nicht anfangen. Ich brauche noch eine andere Farbe.
So, bin sofort da. Wo ist denn mein Cam? Hier, UXLR. Moment. So. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Check. Bin ich zu laut? Ja. Vielleicht eher so. So vielleicht. Oh, das ist zu laut. Hört ihr mich atmen? Ja, ne? So. Das sind die Krog-Drums. Ich werde mal das Bild wieder ändern. Und dann gehe ich kurz in den Chat, um mich ein bisschen zu akklimatisieren. Und dann geht's direkt mit der Aufnahme weiter. Die Aufnahme läuft eigentlich auch durch. Rot ist auch nice, ne? Passt schon. Also, was sagen die Leute hier im Chat? Gibt's hier schon... Es macht so viel Bock. Hab die DT 990 Pro auf den Ohren, da fehlt massig. Ist eher für Sprache passend, wie es klingt. Munet, du hast es verpasst. Wir mikrofonieren jetzt erst die Drums. Ich habe nur mein Sprachmikrofon genutzt. Dieses hier. Für die Raumaufnahme sozusagen. Das ist noch nicht der Drum-Sound, ja, also wir haben einfach gesagt, wir wollen vorher, nachher machen und das war jetzt die Vorheraufnahme. Es hat aber einfach nur zu viel Bock gemacht und deswegen habe ich weitergespielt, ja. so. Cowboy hat abgehauen, genau. Sama, mach Mikros. So, Drumsticks everywhere. Das ist echt was Feines. Das freut mich sehr. Askios hat abonniert, vielen Dank. Sehr, 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 sehr geil. So, iDynamic TG D71 Grenzfläche ist mein absoluter Favorit in der Bassdrum. Sonst halt Kombi aus Beta 52 und Beta 91. Ja, das wird auch genau gleich passieren, weil Shure einfach richtig Bock hat auf diesen Stream. Da bin ich auch super dankbar. Eigentlich endlich ein Krog in seinem natürlichen Habitat. Genau. Klamotten werden durchgeschüttelt, so ist es. Dankeschön an Harasch fürs Abonnement mit Prime. Ich sehe das gerade bei Google. Früher sahen doch die Bells so aus. Da bin ich ganz wahnsinnig. Ich habe auch noch ein Bell von Mercerin. Das hatte ich noch nicht angebaut, weil ich erstmal jetzt die Mics machen möchte. Und jetzt... Jessica geht zur Wirt-Stream. Das ist vollkommen in Ordnung. Grüße an Wirt. Aber du bist wahrscheinlich schon weg. Hier gehen die Krog-Drums ab. Das Fats atmen weniger. Aber dich hört man gut. Okay. Wenn die Cam in der Position bleibt, sollst du einen festen Fokus wählen. Nee, also die zweite Cam ist noch überhaupt nicht real. Da ist noch nichts real. So. Jetzt bald wieder eine Nähmaschine. Yes. Ja. Ah, Anja ist noch da, alles klar. So, okay. Jetzt sind wir alle wieder abgeholt. Ich hoffe, euch hat's okay gefallen, dass ich kurz mal Drums ausprobieren musste. Es musste halt passieren, weil jetzt geht's um die Mikrofonierung. Ich mach's Licht an. So, jetzt nehme ich mir noch einmal Döhlers Handtuch. Sekunde. Geil, ne? Ja. So, das sind Haare. Und jetzt geht's auch wieder. So kennt ihr mich. Freunde. Sexy Guys back, so sieht's aus. Wie machen wir das Ganze jetzt? Ich bräuchte eigentlich... Nee, es geht jetzt weiter. Okay. Ich lasse einfach durchlaufen. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ihr müsst mich sonst korrigieren. Läuft das hier flüssig? Ja. Also, so hören sich die Drums ohne Mikrofonierung an, einfach nur mit dem Raummikrofon. Aber jetzt ist ja so, dass ich von Shure einer, ja, Schlagzeug- bzw. einer Mikrofonfirma, also jetzt ist es so, dass ich von Shure einer Mikrofonfirma Schlagzeugmikrofone bekommen habe. Und die finde ich geil. Und zwar nicht, weil ich sie nur bekommen habe, sondern weil ich sie schon immer benutzt habe. Damals zumindest, auch bei Bandgeschichten. Und deswegen bin ich so richtig glücklich und stolz darauf, dass ich ein schönes Drum-Paket zugeschickt bekommen habe. Und das will ich heute aufbauen und anbauen und testen und nutzen und hoffentlich auch schon optimieren. Wobei das dauert auch alles so seine Zeit. Also wir werden jetzt das Drumset richtig amtlich, professionell mikrofonieren.
mit einem Haufen Mikrofone. Und ich würde sagen, ich gehe dir einfach mal Step by Step durch. Und ich werde bestimmt nicht müde, immer wieder zu sagen, wie geil Schuhe sind. Ich soll meine Nase putzen, sagt der Chat. Das ist ja widerlich. Das ist ja absolut ekelhaft. Dann fange ich direkt von vorne an. Das ist ja ekelhaft. Dankeschön für den Hinweis. Schnell Nase putzen. Ekelhaft. Ich fang direkt von vorne an. So, jetzt habt ihr das Drumset gehört, wie sich's mit einem Mikrofon im Raum anhört, mit diesem Raum-Mic, was bestimmt nicht schlecht war, aber ich will natürlich geilen direkten Drum-Sound haben, so wie ich das gehört, weil das Drumset knallt schon ganz gut und es kann also nur richtig fett werden mit Mikrofon. Außerdem will ich jetzt ja endlich im Stream mal Musik spielen, also echte Musik vertrommeln. Deswegen brauche ich natürlich Mics. So, und dafür habe ich Schlagzeugmikrofone von der Firma Shure bekommen und Shure finde ich richtig nice, weil ich die schon immer genutzt habe, früher zumindest auch bei zu Bandzeiten und so. Also das ist jetzt keine gestellte Dankesagung, weil ich die einfach bekommen habe, sondern weil ich die wirklich von Herzen geil finde und es einfach oberfett finde, dass ich jetzt ein Schlagzeugpaket hier bekommen habe. Und die werde ich jetzt der Reihe nach vorstellen, dann bauen wir direkt ans Schlagzeug und es wird, glaube ich, sehr, sehr nice. Also, ich zeige dir mal, was ich bekommen habe. Ich habe hier für, wo fangen wir an? Wahrscheinlich mit der Bassdrum, oder? Fangen wir mit der Bassdrum an? Ja. Dann muss ich mal der Reihe nach das durchgehen. Also, für die Bassdrum habe ich ein sogenanntes Beta 91A Mikrofon. Das sieht so aus. Ich schwitze übrigens noch, weil ich wirklich gerade vom Schlagzeugspielen komme. Und der Live-Chat ist auch noch dabei. Also, ich fange euch mal an, das zu zeigen. Ein Beta 91A ist eine Grenzfläche. Diese Grenzfläche legt man in die Bassdrum. Und jetzt knistert es so schön. Ich mache es direkt auf. Ah, wo ist es? Ich krieg's sehr schlecht auf. Ich habe auch Bock, was in Richtung Blues zu spielen. Auf jeden Fall. Das hier ist eine Grenzfläche. Und eine Grenzfläche legt man in die Bassdrum, die kann man auch auf Tische legen. Und eine Grenzfläche wirkt so, dass quasi die Fläche, auf der das Mikrofon liegt, zum Mikrofon wird. Es gibt keine Frequenzauslöschung durch Phasenunterschiede, weil der Schall immer nur an einer Fläche eintritt. So, ihr müsst euch mal darüber informieren, über Grenzflächenmikrofone, wenn ihr das also durchlesen, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Im Prinzip ist es aber super einfach, damit Schall von verschiedenen Quellen aufzunehmen. Zum Beispiel bei Stomp oder so. Kennt ihr das noch? Dieses Musical, wo die Leute trommeln oder so steppen oder so. Wenn man den Bühnenboden mit Mikrofonen versieht, dann nimmt man Grenzflächen. Ist für die Bassdrum aber auch super gut, weil ich damit so ein schönes Kicken bekomme, was ich auch haben möchte, weil wir nämlich einen modernen Sound haben wollen. Wenn man bei Soon im Stream ist, hat man so einen ganz modernen Drum-Sound. Also Grüße an Soon an dieser Stelle. Und das kann man auch mit so einer Grenzfläche hinbekommen. Das reicht aber nicht für einen geilen Drum-Sound. Man möchte ja auch diesen Punch haben, dieses volle. Und dafür habe ich ein anderes Mikrofon. Nämlich auch ein Klassiker von Shure. Das Beta 52A. So, das kommt jetzt auch ran. Geiles Studio. Oh, eine Grenzfläche. Morginet. Doch, die braucht man schon. Das Monsterboot hat ein Déjà-vu. Warum hast du ein Déjà-vu? Hast du auch letztens erst verkabelt? So, ich packe das mal alles aus, ja? Wir reihen das mal alles schön auf, der Reihe nach. Ich zeige euch erstmal, weil ich alles habe. Also, diese beiden Freunde sind für die Bassdrum. Grenzfläche in. Ich schwitze immer noch. Und das dynamische Mic draußen, davor. Thoma TV hat abonniert, 3 Monate schon, herzlichen Dank. Das ist für den Wumms und das für den Kick. So, das packe ich mir mal. Wo packe ich das hin, Chat? Ich mache sowas nicht so oft. Ich packe mir das einfach mal hier direkt vor meine Nase, damit ich das nicht vergesse. Das berühmte Ei wird hier gerade geschrieben. Genau. Sind da schon Adapter dran? Nee, ne? So einen braucht man noch, so einen Eumel. Und dann geht's hier auch direkt weiter. Okay, alles zumachen. Ich werde das einfach mal so, damit es schneller geht, mir einfach so grob in die Ecke hauen. Komm, jetzt könnt ihr schon sagen, Chat, das ist schon sehr interessant, oder? Wie macht man das? Jetzt geht's weiter mit der Snare Drum. Was habe ich dafür hier liegen? Ich guck mal ganz kurz. Ich würde sagen, für die Snare Drum nehme ich das Beta 57A. Das wäre jetzt so meine Wahl, was ich habe. Was sagen Sie hier selber? Auf der Verpackung steht nicht, was Sie damit machen wollen würden, aber das ist halt eine Superniere. Das heißt, Mikrofone haben, ich pack's mal aus und zeig's euch direkt, für Leute, die das nicht genau wissen, was das bedeutet. Mikrofone unterscheiden sich natürlich auch an ihrem Frequenzgang, das ist klar. Also Frequenzgang heißt, was sie ganz gut wiedergeben können oder aufnehmen können von der Frequenz her. Also man hat Bässe, Mitten und Höhen.
Und das heißt, das Hörspektrum ist von 20 Hertz, das ist ganz tief und kann man eigentlich fast nicht wahrnehmen, bis 20.000 Hertz, das hören wir auf keinen Fall mehr. Eigentlich hören wir nur so bis 18.000 oder 17.000, aber man sagt, von 20 bis 20 sei das Hörspektrum. Und innerhalb dieses Spektrums können sich halt Frequenzen verschieden stark ausprägen und ein Mikrofon kann das begünstigen oder auch sozusagen bearbeiten oder beheben. Das ist halt der Frequenzgang. Das bedeutet, wenn ich ein Mikrofon nehme, was vielleicht auf Sprache optimiert ist, dann wird das an der Bassdrum nicht so gut klingen, ja? Und genauso gibt es auch Mikrofone, die für Drums optimiert sind, wie zum Beispiel eben dieses 52, beziehungsweise, ja, 52A. Und genauso hat man auch einen Frequenzgang für das 57A, aber, habe ich was weggedrückt? Seid ihr noch da? Hört ihr mich noch? Chat, hallo? Seid ihr noch da? Ja, oder? Ja, cool. Dankeschön. Und genauso braucht man auch ein Mic für die Snare Drum. Und dieses Snare Drum Mikrofon hat auch eine Richtcharakteristik. Und diese Richtcharakteristik ist eine Superniere. Das bedeutet, die Niere meint man wirklich wie die Niere, Nierenform. Bei einer Niere wäre es so, dass das Mikrofon sozusagen einmal so einen Kreis um sich umnimmt, aber hier hinten sozusagen nicht aufzeichnet. Da ist dann so eine tote Stelle. Bei einer Superniere ist das Ganze ein bisschen spitzer, sozusagen, dass ich weniger Übersprechung von der Seite bekomme, dass das bedämpfter ist. Und das ist ganz cool, wenn ich das an die Snare anbringe, weil ich ja auch die Hi-Hat habe oder die Toms oder die Crash-Becken und dann wird möglichst wenig von den anderen Instrumenten auf dieses Mikrofon übertragen. Also das nehme ich für die Snare-Drum und da baue ich mir auch mal kurz die Klemme raus. Clip, klapp. Und Chat, wenn ihr was zu berichtigen habt, dann sagt es mir direkt, ja? Dann machen wir das, dann bauen wir das hier direkt ein als interaktiver Superstream. Aber das ist so gerade der Hinweis. Magnetisch oder nicht so sehr magnetisch, glaube ich. Was meinst du damit, Knackfuß? Kommt halt auf die Membrane an, wa? Ne, die Membran macht das tatsächlich nicht, ob es wie die Richtcharakteristik ist. Das machen die Lufteintrittslöcher. Wenn ich ein Mikrofon nehme und das einfach hier zuhalte, habe ich immer eine Kugel. Deswegen ist es so blöd, wenn Sänger oder vor allem auch Rapper ein SM58 nehmen. Wir kommen gleich zum SM57, das habe ich hier für die Toms. Und dann die Lufteintrittslöcher verschließen, dann kriegst du automatisch eine Kugelcharakteristik und dann kriegst du Feedback aus dem Monitorspeaker, der auf der Bühne steht. Deswegen sollte man das immer freilassen. Ja. Die Niere geht nach oben weg. Ich dachte vom Symbol aus, auf dem Mic. Ja, aber hier ist ja der Eingang sozusagen. Und das ist dann halt, also wenn ich so halte, dann wäre das quasi die Niere und der Eintrittskreis. Das wäre aber eine Kugel, verstehst du? Die Niere ist natürlich auch so zu sehen. Also sozusagen hätte ich einen, ich habe keinen Ball hier, aber hätte ich quasi einen Ball drumherum. Nur, dass hinten halt nichts aufgenommen wird. Weniger zumindest bei der Niere. Ja? Hat Dieter Thomas Heck deswegen immer nur mit dem Zeigefinger und Daumen gehalten und den kleinen Finger abgespreizt? Ja, so ein bisschen geht's in die Richtung. Ja. Popkill. Reality Bites mäßigen Content findest du wahrscheinlich zukünftig auch. Ein bisschen VR hatte ich auch schon Bock zu machen, aber heute baue ich erstmal die Mikrofone auf fürs Drumset, aber wirst du auch bekommen, auf jeden Fall. Gut, das haben wir. Also, wir haben Bassdrum, wir haben Snare. Dann geht es weiter natürlich mit... Achtung, man kann bei der Snare-Drum natürlich auch noch ein Mikrofon unten drunter aufbauen, für den Snare-Teppich. Bin ich eigentlich auch wohl Freund von, würde ich mir jetzt aber hier ersparen, weil es dann doch sehr, sehr eng wird. Wir machen erstmal weiter, mal gucken, vielleicht kann ich das nachträglich nochmal zurüsten, wenn mir der Sound nicht gefallen sollte. Aber ich glaube, wir sind schon mal sehr, sehr gut aufgestellt mit dem Setup, was ich hier am Start habe. Gut, weiter geht's. Ich würde jetzt mal die Toms machen. Bei den Toms habe ich ein Setup bekommen, das ist ganz ehrlich für uns alle ein Kompromiss, weil die Jungs und Mädels bei Shure tatsächlich nicht das Mic gerade lieferbar haben, bedingt durch Corona und Co., was wir gerne haben wollen würden für die Toms. Deswegen nehme ich jetzt aber erstmal ein Klassiker. Ich habe drei Toms und ich habe zwei verschiedene Mics dafür. Ich werde für die kleine Tom und für die mittlere Tom ein SM57 nehmen. Das ist ein klassisches Mikrofon, was man für Toms oder Trommeln benutzt, aber auch natürlich für Gitarren. Lemmy hat damit zum Beispiel gesungen, das geht auch. Es ist super ikonisch, es ist total bühnenrobust und geil, aber es wird sehr 80er-Jahre-mäßig an den Toms klingen. Und es hat ein, naja,
es werden viele Übersprechungen drauf sein. Das weiß ich jetzt schon. Es muss nicht unbedingt schlimm sein. Ich glaube, ich werde den Sound schon mögen. Aber das wird auf jeden Fall später sehr wahrscheinlich nochmal ausgewechselt werden durch ein anderes Mic. Aber das ist das SM57. Super legendär. Preis-Leistung ist bei dem Mic auf jeden Fall super geil. Wenn ihr mal irgendwie ein Schlagzeugmikrofon nehmen wollt und habt jetzt irgendwie nicht super viel Kohle zur Hand oder für andere Sachen mit dem SM57, macht man eigentlich nie was verkehrt. Man kann, glaube ich, wirklich mit gutem Gewissen sagen, eine ganze Studioproduktion kannst du mit einem SM57 aufnehmen und es ist wirklich kein Problem und kein Nachteil. Man muss nur wissen, wie man es einsetzt. So. Ohne Wenn und Aber schreibt, in meiner Vorstellung mischt sich doch nachher alles total durcheinander, oder nicht? Ja, ja, klar. Natürlich mischt sich alles durcheinander. Es ist ja auch im Raum so, dass sich Frequenzen mischen. Deswegen versuchst du, Phasenauslöschung zu verhindern, damit es alles irgendwie cool wird. Also ein Schlagzeug zu mikrofonieren ist für mich auch nicht so die leichte Tätigkeit. Da werde ich auch viel Zeit brauchen, um die Position genau zu finden, wo es halt irgendwie cool klingt, wo eine Trommel gut klingt und wo alles irgendwie gut funktioniert. Deswegen mache ich gleich oder werde ich einen Trick anwenden. Ich werde nämlich mit den Overheads anfangen. Und wenn die Overheads geil klingen, und was die Overheads sind, zeige ich auch gleich, dann werde ich alles andere ein bisschen drunter schieben. Und das ist dann eigentlich sehr leicht und wird auf jeden Fall ganz gut funktionieren. So, okay, das ist das erste SM57. Bei dynamischen Mikrofonen ist die Mischung je nach Positionierung nicht so extrem. Das ist auch korrekt, auf jeden Fall. Trotzdem kann man sich da Mühe geben und auch nicht. Ist beides möglich. Mikrofonunterricht. Noch nie so viel über Mikrofone gehört. Interessant. Ja, Mikrofone sind super spannend. Das ist total geil. Ich feier das derbe. Und ich packe jetzt mal mein zweites SM57 aus. Dann haben wir schon mal einen ganz guten Park liegen. Phasenauslöschung. Phasenauslöschung kennt auch jeder, weil wird wahrscheinlich nicht wissen, was das immer genau ist, was man hört. Aber ein Sound wird dünn. Ja, kann sein, wir hatten ja eben auch einen doppelten Ton im Stream, dass es da auch ein paar Phasenauslöschungen gab. Das klingt dann immer so ganz komisch und dünn und irgendwie nicht geil. So. Leute studieren das, genau. Von daher ist ja Mikrofonierung ein Mix aus Kunst und Wissenschaft. Ja, klar. Du kannst nicht sagen, dass irgendwas falsch ist in der Tontechnik, aber du kannst schon sagen, dass irgendwas technisch nicht funktioniert. Ja, also wenn irgendwas verzerrt, wenn irgendwas sich auslöscht, was du nicht willst, dann hast du wirklich technisch was falsch gemacht. Grundsätzlich ist aber alles erlaubt, was klingt. Definitiv. Mr. Bada Irdai, vielen Dank für 2 Monate schönste Unterstützung hier. Darüber freue ich mich sehr. So, das hier ist das. Das macht es ja auch spannend, genau. Das ist das zweite SM57. Und jetzt habe ich euch gesagt, ich habe 2 verschiedene Typen für die 3 Trommeln. Das stimmt auch nach wie vor. So, alles ein bisschen lieblos hier wieder zurückgepackt, aber das müssen wir uns dann später drum kümmern. Und zwar nehme ich für die große Tom, für die Stand-Tom, ein Beta 56A. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Snare-Mic, ein gutes Tom-Mic. Das hat auch schon wieder eine gute Wiedergabe in den Bässen und so. Das gefällt mir sehr gut. Hatte ich früher in der Band auch mal. Und das wird auf jeden Fall seinen Dienst verrichten. Sieht dann so aus. Und das ist auf jeden Fall ein geiles Mic. Da suche ich jetzt nochmal wieder den Adapter fürs Stativ. Hast du dir Bassfallen in die Ecken gebaut? Selbstverständlich, Wallace. Selbstverständlich. Bassfallen sind am Start. Wenn der Chat übrigens was ergänzen will für mein Schlagzeugaufbau-Mikrofonierungsvideo hier, dann macht es ruhig, weil das landet auf YouTube. Und ich bin einfach super happy über den Support von Shure, kann ich euch sagen. Und deswegen würde ich ein feines Video machen, wo wir alle Freude dran haben. Hier ist irgendwie kein Reduziergewinde drin, das wundert mich. Oder hier? Habe ich falsch geguckt? Nee. Na gut, da ist was. Was ist das? Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich, glaube ich, irgendwas kommt wohl noch. Wobei, mit einer Superniere ist es nach vorne besser gerichtet, richtig? Ja, ja, klar, logisch. Steve Outlaw, vielen Dank. Warum dann keine normale Niere? Was meinst du? Also, willst du wissen, warum? Das von der Snare, ja? Pass auf. Hier ist ein Symbol drauf. Ich suche mal so ein Heftchen. Irgendwo ist da hier bestimmt so ein Heftchen drin. Da ist bestimmt eine Abbildung drin von der Richtcharakteristik.
So. Das ist das, was... Könnt ihr das sehen? Das ist das, was ich eben meinte, hier unten zu sehen. Also. Mikrofon ist dazu dargestellt und die Schallquelle käme jetzt von hier unten, ja? Und ihr seht, dass rückseitig vom Mikrofon wenig aufgenommen wird und vorne viel, ja? Jetzt kann ich aber auch die Richtwirkung schmaler machen und dann geht es bauteiltechnisch nicht anders, dass das Mikrofon rückseitig auch wieder mehr aufnimmt. Das ist der Punkt. Aber es wird schmaler und das kann man beim Aufbau auf jeden Fall gut variieren. Ein Drumset wird eigentlich mono abgemischt. Nee, das ist Quatsch. Also, du nimmst ein Mikrofon an die Trommeln, ja, das ist ein Monosignal für sich, aber du bildest das im Stereobild, also du hast links und rechts einen Lautsprecher, bildest du es natürlich wieder auf. Das bedeutet, wenn deine Tom ein bisschen links vom Drummer ist, dann wirst du dir auch im Stereobild ein bisschen links vom Drummer setzen. Und die Stand-Tom, die rechts ist, wirst du nach rechts drehen. Das gleiche machst du mit den Overheads, damit du ein breites Bild bekommst. So. Aber du kannst das Mono mischen, natürlich. Selbstverständlich. So, das ist das Beta 56. Das haben wir jetzt hier auch liegen für die Tom. Kommt später wieder alles schön. Ich schmeiß alles hier ein bisschen in die Ecke. Ja, Bassdrum-Mics habe ich schon was gesagt. Gerade Frage aus dem Chat. Ich werde euch gleich alles nochmal hier im Schnelldurchgang zeigen. Jetzt gucke ich mal einmal. Ich habe hier noch so... Halterungen für die Trommeln. Moment, da wollen wir einmal kurz reinschauen, was da abgeht. Ich denke, es ist für die SM57 gedacht, damit ich mir da nicht noch so viele Stative hinpacken muss. Oh, das ist aber ein geiles Ding. Was ist das hier ganz genau? Mal schauen. Ah ja, alles klar. Okay, das ist eine Klemme für ein Mikrofon an den Drums. Das heißt, das wird an den Rim geklemmt und dann wird hier die Mikrofonklemme befestigt und dann kann ich dann wiederum auf die Trommel schießen, sozusagen. Das ist cool, das brauche ich auf jeden Fall, da habe ich zwei Stück von, das ist nice. Wird auch in die Ecke gepackt, die leere Verpackung natürlich. Ich packe den zweiten Arm aus. Okay, dann bin ich echt mal auf das Klangbild am Ende gespannt, was über meinen Lautsprecher rauskommt. Wie machst du den Stereo-Mix? Vom Spieler aus oder von der Front? Ich mache den Stereo-Mix sehr wahrscheinlich vom Spieler aus, weil ich einfach selber Schlagzeuger bin. Eigentlich ist das scheißegal, aber für mich ist das irgendwie ein schöneres Erlebnis, wenn ich den Mix so habe, als würde ich ihn selber spielend hören. Das freut mich ehrlich gesagt immer. So, aber es ist auf jeden Fall Geschmackssache. Wenn Leute jetzt Fragezeichen haben, was meinst du jetzt genau damit? Dann ist es einfach nur, wenn ich selber spiele, habe ich die Stand-Tom rechts. Und wenn ich vor dem Schlagzeug stehe und Zuhörer bin, dann ist die Stand-Tom links sozusagen. So könnte ich das vorstellen. Und ich habe es meistens so, weil ich eben selber Schlagzeuger bin, dass ich alles so wiedergebe, wie ich selber hören würde. Ja? Okay. Jetzt haben wir Bassdrum, Snare, Tom. Was fehlt, ist noch Hi-Hat und Overhead. Und ich habe für die Hi-Hat ein richtig, richtiges Schätzchen bekommen. Also wirklich ein richtig geiles Mikrofon. Und zwar ist es ein KSM 137 SL, was in so einer schicken kleinen Box daherkommt und wirklich richtig was hermacht und einfach ein wunderbares Klangerlebnis geben wird. Das ist dieses wunderbare Mikrofon. Und darauf freue ich mich schon sehr. Da kriege ich schon strahlende Augen, wenn ich das sehe. Das werde ich an die Hi-Hat knallen. Auch mit der natürlich mit der Klemme dazu haben wir noch ein Reduziergewinde hier drin. Ja, 1-2 macht schon hier den hier. Ist wirklich geil. Dieses Mal allerdings ohne Reduziergewinde anscheinend. Aber nun gut. Das werden wir noch anders lösen können. Geil, schreibt Heiliger Bimbam. Der Koffer schon mega. Ja, das ist geil. Und jetzt? Also, jetzt haben wir... hier ist das Reduziergewinde in der Klemme drin. Ich dummer Mensch. Also alles da. Ich selber habe keine Adam-Abhöre. Bei Rocket Beans nutzen wir Adams. Ich selber habe eine PMC-Abhöre. PMC. Paula Marta Cäsar. So, das ist das Hi-Hat-Mic. Es ist wirklich unfassbar sexy und ein sehr, sehr kostspieliges Mikrofon.
Was noch fehlt, sind die Overheads. Und da habe ich auch was Geiles bekommen, was auch nicht so Standard ist, sage ich mal. Auch eine Nummer geiler eigentlich, als das, was man sonst erwarten würde. Und zwar ein Beta 181. Zwei Stück davon. Und da könnt ihr mich mal beraten, Chat, was ihr für eine Abhör-, also was ihr für eine Mikrofonierung haben wollt. Es gibt XY, es gibt AB, es gibt ORTF. Da müssen wir mal genau gucken, wie wir das machen wollen. Da habe ich selber auch noch kein Reim draus gemacht. Die sind aber auch super schick verpackt. Und schaut euch mal dieses extrem heftig geile Mic an. Das sind die neuen Overheads. Hammer, oder? Bahnhof Quadrat. Edel. So. Was ich damit meine, weil jetzt gibt es Leute, die sagen, Alter, Krogi, laber mir nicht voll, spiel Schlagzeug. Overheads meint, dass man über den Drums, ja, Mikrofone aufbaut. Da hättest du Ohren über den Drumset. Und die nehmen natürlich die Becken auf. Ne? Also die Becken sind die, das ist ja klar, kennt ihr? Aus dem Schulunterricht. Aber das nimmt natürlich auch das ganze Drumset auf. Also die Overheads sind maßgeblich für den gesamten Drumsound verantwortlich. Und die anderen Mics, die ich dazu stelle, die mische ich halt dazu, damit es Fülle gibt, damit das alles schön ballert und kickt und knallt. Aber maßgeblich sind die Overheads dafür verantwortlich, dass es geil klingt. Muss ich jetzt Werbesendung einblenden? Nein, das ist ein Wissensvideo. Was ist, warum Werbesendung? Willst du mich verarschen, Harasch? Freust du dich nicht, dass ich dir Wissen beibringe? Ich kann es auch sein lassen, aber ich freue mich doch einfach nur. Ich freue mich einfach, dass ich was erkläre. So. Mir macht das einfach Spaß. Mir macht das einfach richtig Spaß, mal mein Wissen rauszugeben und einfach zu sagen, yo, so sieht's aus. Und ich bin einfach todesdankbar, dass ich das machen kann und dass es einfach jetzt weitergeht. So, und das ist einfach geil und überhaupt nicht selbstverständlich. Und das hilft mir einfach, meine Träume hier zu verwirklichen. Das ist halt richtig geil. So, und jetzt kommt noch das Zweite und dann haben wir es auch schon aufgebaut. Also haben wir schon ausgepackt, besser gesagt. Aufgebaut ist hier noch gar nichts. Referateshow, so ist es. Da. Irgendwo ist immer das Reduziertgewinde. Hier ist das Reduziergewinde. Weil du hast so ein großes, es gibt Stative, Mikrofonstative, die arbeiten mit einem großen Gewinde oder mit einem kleinen. Und ich packe immer das Reduziergewinde rein, weil ich immer nur Stative habe, die mit dem schmalen Gewinde arbeiten. Über Musikkrempel kann man ewig reden. Ist immer gut. Ja, absolut. Ist absolut. So. Übrigens habe ich auch noch, das ist auch krass, ich habe auch noch eine 8-Spule, also ich habe noch eine 8-Kapsel bekommen. Das hier ist jetzt eine Kugel. Mit Kugel meine ich, jetzt sind einige ganz verwirrt, mit Kugel meine ich folgendes, dieses Mikrofon, es ist egal, ob ich so aufbaue, es wird ganz um sich herum immer aufzeichnen, also immer alles gleich stark aufnehmen. Ja, das ist eine Kugel. Jetzt habe ich aber noch, weil ich sehr wahrscheinlich das nicht möchte, wenn ich eine andere Mikrofonie-Möglichkeit, also ein anderes Stereo-Mikrofonie-Verfahren nutzen wollen würde, dann kann es sein, dass ich auch mal eine 8 benötige. Eine 8 bedeutet, das zeige ich euch auch nochmal, also ich kann die Kapsel auswechseln, ja? Eine 8 bedeutet, dass ich hier einen Kreis habe und hier einen Kreis, aber hier von dieser Seite, also von da und von da, dieses Mikrofon bedämpft ist und es nichts aufnimmt. So. Ich bleib erstmal bei der Kugel. Aber da habe ich auf jeden Fall noch zwei Kapseln bekommen und das ist einfach obergeil. So, also fassen wir zusammen. Ich zeige euch eben, was ich alles am Start habe für mein Drumkit. Und dann können wir loslegen. Dann mache ich uns ein bisschen Musik an. So ein bisschen, weiß nicht, Chillout im Hintergrund. Und dann geht's ans Drumset und ich packe die Mics ans Drumkit. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr schön, weil das ein Prozedere ist, was ich sehr liebe. Ich mache das erstmal ohne Kabel. Ich werde erstmal nur die Mikrofone positionieren und dann im nächsten Step die Kabel ziehen. Und es wird einfach nur herrlich. Hier ist das zweite Beta 181. Weil ich ja zwei Overhead-Mics brauche.
Jetzt gucke ich mal einmal kurz, was der Chat sagt. Kannst du nicht schnell eine Niere an der Mischpult anschließen und das demonstrieren? Ja. Ich weiß, ist das hier auch eine Niere? Moment, ich müsste mal gucken. Check, 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 check. Ja, also, das kann ich so, ja, ich, also ihr hört es. Das hier ist eine Niere, aber das ist schon stark komprimiert. Ich kann es so nicht demonstrieren. Ich müsste, es funktioniert in meinem Setup gerade so nicht, tatsächlich. Hin was leiser, ja. Hin was bedämpft. Aber ich möchte euch das gerne stark zeigen, mit dem starken, aber ich kann es natürlich umdrehen, so, und da mal reinsprechen. Hallo, hallo. Also wenn ich jetzt von hinten reinspreche, klingt es so, ja. Achtet mal auf die Höhen, wie ich mich anhöre. Es klingt relativ bedämpft, als hätte ich ein Handtuch vorm Mund, ja. Und jetzt gehe ich mal nach vorne. Achtung. Hallo, und wenn ich hier reinspreche, sind die Höhen wieder da und das ist alles nicht so bedämpft. Das ist das Charismatische von einer Niere. So ist das eigentlich. Ja, und weil die Bassenergie stärker ist, geht sie sozusagen ums Mic rum und läuft vorne wieder rein, beziehungsweise wird auch die Membran natürlich zum Schwingen bringen. Ja. Mein Vocal Mic kann man nicht zwischen Kugel, 8 und Superniere umschalten. Ja genau, das gibt es. Da sind dann zwei Membranen drin und die verhalten sich gegenseitig unterschiedlich und dann funktioniert das. Genau. Mindblowing. Ist auf jeden Fall interessant, finde ich. Ist jetzt auch schon relativ typisch, also es gibt es öfter. Niere, Kugel und 8 geht noch. Dennoch hört es bei mir auf. Hatte nach einem Mic zum Daddeln gesucht. Ihr seid doch geil, Leute. So, ich mache jetzt weiter. Okay, jetzt habe ich hier einen Haufen Verpackungen, Drumverpackungen, die muss ich alle mal fein säuberlich einpacken. Aber jetzt werde ich mal alles hier schön positionieren. Also, wir haben für die Bassdrum das Beta 91 und Beta 52. Damit fange ich gleich an. Dann habe ich das Beta 57 für die Snare. Dann habe ich das SM57 für Tom 1 und Tom 2, das Beta 56 für die Tom 3, dann habe ich für die Hi-Hat, wo ist es hin, das KSM 137 und für die Overheads habe ich jeweils, habe ich zwei Beta 181. Insgesamt oberfettes System, richtig geile Mikrofone und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt an mit dem Aufbau am Drumset. Richtig Bock. Danke, Schur. Geil. So, jetzt mache ich ein bisschen Mucke an, dass uns das nicht zu langweilig wird und nehmen uns eine geile Perspektive, damit das hier auch schön ansprechend für mein Video benutzt werden kann. Oder mache ich Musik hinterher drauf? Das geht natürlich auch. Aber ich glaube, so ein bisschen im Hintergrund, oder Chat, was meint ihr? Ein bisschen Mucke wollen wir haben, oder? Ist nie langweilig, Krogi. Ihr seid nice. Ich freue mich wirklich. Ich finde es richtig geil, dass ich hier sowas machen kann. Mir macht das Hardcore viel Bock. Also es ist wirklich übelst heftig, wie ich mich dabei fühle. Ist auch wie so eine kleine Unterrichtssession. Ist einfach geil. Lizenzfreie Musik für YouTube, ne? Es gibt doch direkt die YouTube Music Library. Die kann ich doch nutzen. So, YouTube Music. Jetzt muss ich noch was Geiles eingeben. Was brauchen wir? Ich finde das gut, der ganze Chat ist jetzt auch so ein bisschen im Audio-Thema. Wobei, es gibt ein paar Leute, die gar nichts raffen, aber das ist in Ordnung. So. Ich sage euch mal was, ganz ehrlich, ja, ich habe auch lange nichts gerafft. Dann habe ich ja studiert und dann ging's. Aber es ist einfach alles sehr dubios. Und dann gibt es so Leute wie ich, die dann sagen, ja, das Mikrofon ist geil für das. Ja, aber ihr könnt auch einfach alles mit einem Billo-Mic machen und auch erstmal gute Ergebnisse erzielen. Also alles da, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. So, kommt da jetzt Mucke?
geile Mucke. Der Mikrosound deines Mikros ist ja top. Ja, ja, das ist ganz ordentlich. So, schöne, nice Music. Jetzt werde ich einmal die Cam umstellen. So. So, Chat, jetzt freue ich mal für euch. Für die Feedback, dass auch alles wirklich gut klingt, aber man auch alles irgendwie sieht. Wir fangen bei der Bassdrum an, ja? Wir fangen bei der Bassdrum an. Bassdrum, so passt es. Aufnahme geht weiter. Kann man mich noch einigermaßen hören, weil ich nehme das Mikrofon ein bisschen mit. Musik ist bei mir kaum zu hören. Ja, das ist ja perfekt. Ja, perfekt, wenn Musik leise ist. So, jetzt mache ich die Tür, die will ich ein bisschen weg haben. Sieht ja scheiße aus. So. So ist doch ein ansprechendes Bild. So ist doch geil. Okay, Leute, es geht los mit dem Beta 91 A. Das packe ich mir in die Bassdrum rein, wie ich es angekündigt habe. Das hat echt den Vorteil, dass ich so ein Drum-Dings hier drin habe. Ich wollte gerade sagen, eine Decke, aber stimmt nicht, das ist ein Schaumstoffteil, was wirklich auch genau für so ein Beta 92 eine Aufnahme hat. Und deswegen packe ich einfach das Beta 92 direkt in die Mitte von der Bassdrum. Ihr könnt später mal die Position verstellen. Wenn ich es näher an das Frontfell, also an diese Seite packe, dann wird es auf jeden Fall anders klingen, als wenn ich es direkt in der Mitte der Bassdrum habe. Aber damit soll es erstmal losgehen. So, und jetzt kommt das Beta 52 mit dem Stativ davor. Hole ich mir ein Stativ, das habe ich hier in der Ecke. So. Aloha. Jetzt gibt es einen kleinen Trick, und zwar hier ist das Stativ. So. Und da dran kommt ja das Mic. Das mache ich auch mal eben. Am besten macht ihr es immer so, dass ihr nicht das Mikrofon dreht, das ist irgendwie ein bisschen blöd, man löst einfach diese Arretierschraube. Übrigens, die Stative, die jetzt genutzt werden, die kommt von König und Meier, und da bin ich auch todesdankbar, dass die mich sofort mit haben werden. Also seht ihr gleich ein schönes Stativ von denen. Das ist irgendwie nice. Drehe ich fest. Dann habe ich hier noch eine Schraube, dann mache ich das gleiche, und man kann am besten jetzt hier einmal an der Stange wirklich drehen, dann ist es auch fest, und dann weiß man, dass es auch hält. Man sieht nur wenig, was ich gerade mache, jetzt sieht man es besser. Also würde ich hier an dieser Stange drehen, das Mikrofon festhalten, dann ist es super fest. So, okay. Und jetzt ist es so, Achtung, jetzt gibt es noch einen Trick, ja? Wenn man spielt und das Mikrofon belastet, beziehungsweise durch die Schwingung das Mikrofon angeregt wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich es schaffe, dass sich das Mikrofon nicht von alleine löst. Dass es nicht einfach runtertüdelt, ja? Man stellt das einfach so auf, dass es sozusagen sich selber festdrehen würde. Und das wäre so, weil ich drehe das Mikrofon so fest an der Stange, ja? Das heißt, wenn das Mikrofon jetzt nach, was wäre denn das? Also nach, die zu dieser Seite schaut, dann bedeutet das, dass ich das Stativ auf die linke Seite der Bassdrum stellen muss, damit es sich selber festdreht. Versteht ihr, was ich meine? Nee, ne? Ich glaube, ihr habt es nicht verstanden. Ich weiß auch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Doch? Ja, das ist gut. Verstanden. Okay, ihr habt es verstanden. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, weil sonst habt ihr das Problem, wenn ihr das Mikrofon hier hinstellt, auf diese Seite, dass sich das dann irgendwann lockert und hängt es einfach irgendwie da rum. Also auf die andere Seite stellen, immer von links kommen lassen, weil wir ein Rechtsgewinde haben, und dann ist alles cool. Das ist super nice. Ja, also drehen und hier so rein. Jetzt einmal lösen. Ich habe hier ein relativ langes Stativ. Aber nun gut, why not?
Jetzt habt ihr genau, seht ihr genau, was ich meinte. Seht ihr das? Jetzt ist es einfach lose-lose. Das heißt, falsche Seite. Wisst ihr, was ich meine? Hier ist fest, aber es hält nicht. Seht ihr das? Jetzt kommt die erste Stufe des Chaos, wird gerade geschrieben. Ist richtig geil. Also vergesst, was ich gerade gesagt habe. Sieht traurig aus. Und pass auf, jetzt packe ich es nämlich auf die andere Seite. Wie sieht's jetzt aus, Chat? Was sagt ihr jetzt? Sieht geil aus, oder? Bombe. Also, Stativ von rechts kommen lassen, dann ist alles nice. Das Drehmoment durch die Schwerkraft auf den Schwerpunkt soll das Gewinde zudrehen. Genau so ist es. Und das macht's auch gerade. Jetzt haben wir die Bassdrum. Weiter geht's mit der Snare Drum. Die Snare Drum finden wir natürlich. Muss ich mal ein bisschen umdisponieren, das Ganze ein bisschen höher bringen. Moment. So, Leute. Haben wir da hinten, da die Snare Drum. Die Toms, wir können das einfach alles nochmal so lassen. Feststellen, nice. So, jetzt möchte ich natürlich erstmal die Snare Drum mikrofonieren. Dafür habe ich ja das wunderbare Beta 57A-Mic. Und meistens, also ihr werdet mich gleich wahrscheinlich ein bisschen weniger hören, weil ich hier nur dieses Raummikrofon habe. Stella Soul raided gerade. Alter Schwede, ich muss mich einmal kurz zeigen, Leute. Wir müssen machen kurz Pause. Ich muss mich einmal kurz zeigen, weil Stella Soul ist gerade am raiden. Und das ist ja nur nice. Hallo Stella Soul Crew, was geht ab? Richtig geil. Grüße aus dem Bällebad von Steff und Thomas. Sehr, sehr nice. Hallihallo, schön, dass ihr da seid. Das freut mich sehr. Schöne Grüße von Steff und Thomas. Ja, dann das ist doch, also da muss ich erstmal gucken. Ich gehe jetzt erstmal auf, also ich gucke mir erstmal an, was bei Stella Soul abgeht, ja. Also, das hört sich ja sehr spannend an. Da gibt es ein Bällebad. Ganz liebe Grüße. Ich freue mich. Grüße zurück. Heldin Zersteine. Sie waren bei euch im Bällebad. Ja, das weiß ich doch. Aber ich war noch nie auf dem Twitch-Kanal. Das mache ich jetzt erstmal. Also gehe ich jetzt erstmal hin. Und dann werde ich erstmal followen. Damit das sich hier auch gebührend gebührender Dank zurückkommt. Also, Moment. Stella Soul ist die Freundin vom Held der Steine. Eieiei, das ist doch alles. Das sind doch alles hier wieder. Gegebenheiten. Ich find's einfach nur richtig geil. Schön, dass ihr da seid. Hammer, hammer, hammer. Ihr seid alle herzlich willkommen. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr es hier gefunden habt. Und ey, Leute, ich bin fast vor 20.000 Followern. Mir fehlen 8 Leute bis zu 20.000 Followern, sehe ich gerade, wenn ich hier auf mein Dashboard gucke. Das ist abgefahren. Stella Soul ist da. Das ist aber lieb. Ja, ey, ich gebe mir Mühe. Ist aber auch ernst gemeint, tatsächlich. Ich gehe jetzt erstmal auf deinen Channel. Moment. Stella Soul. So. Bin ich jetzt da? Moment. Ich glaube, es lädt noch. Folgt jetzt bitte alle. Lieber Glitzer-Community. Du hast eine Glitzer-Community? Das ist aber geil. Offline? Hallo, ich bin's, die Steff. Alles... Ah!
du bist das, na klar, logisch. Pass auf, hier erstmal, Moment. Weg mit dem Folgen. So, abgefollowed. wie sich das gehört. Habe ich jetzt meine 20.000 Follower oder was? Haben es die 8 geschafft? Haben die 8 noch reingefollowed? Das ist für mich ein richtig großes Achievement, wisst ihr das? Also ohne Scheiß, das finde ich richtig absurd. Ich muss das eben selber lesen in meinem Dashboard, damit ich das auch glauben kann. Moment, wir können sonst nicht weitermachen. Wir haben jetzt, guck mal, das ist witzig, jetzt haben wir 20.008 Follower und eben haben mir 8 gefehlt. Jetzt sind es 8 zu viel. Nein, ihr seid alle herzlich willkommen. Ich finde es richtig geil. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr freundlich. Das müssen wir ja schon wieder feiern. Wir feiern heute, dass wir die Drums endlich mit Mikrofonen versehen. Und wir feiern, dass ich hier einen neuen Raum habe. Und wir feiern die 20.000. Und wir feiern die netten Leute von Stella Soul. Das ist doch wundervoll. Also wieder 8 entfollowen. Nee, jetzt sind sogar schon noch mehr 2 dazu. Jetzt sind wir schon bei 20.010. Das ist in Ordnung. Jetzt kann man es nicht mehr aufhalten. Die Lawine rollt, Leute. Die Krogi-Lawine ist unstoppable. Es geht einfach direkt hart weiter. Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ich mache mein Dashboard aus. Das gucke ich ja die ganze Zeit hin und versuche immer Statistiken zu lesen. Wie so ein verrückter Wissenschaftler. Und ich verstehe die Hälfte nicht. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Octomane hat zu diesem wunderbaren Ereignis noch 5 Subs an die Community verschenkt. Hat insgesamt 16 Subs verschenkt. Vielen, vielen Dank. Octomane. Nee, das ist keine blöde Lawine. Das ist keine Lawine, wo man flüchten muss. Das ist eine nice Avalanche. Ich weiß nicht. Leute, ich bin auf jeden Fall direkt noch dabei beim Mikrofonieren des Schlagzeugs. Und ich mache einfach mal weiter. Und ich hoffe, das ist für alle cool. Und es fühlt sich keiner enttäuscht. Ihr lernt aber, wie man ein Schlagzeug mikrofoniert. Das verspreche ich euch. Ich mache direkt wieder die Schlagzeugcam an. Und wir sind gerade bei der Snare Drum. Also, für die Snare Drum habe ich ein Beta 57A. Dafür muss ich erstmal noch ein Stativ raussuchen. Weil an die Snare wollte ich mir eigentlich ein Stativ stellen, habe ich mir überlegt. Und dafür nehme ich, glaube ich... Ich glaube, ich tausche die beiden Stative nochmal schnell aus von der Bass Drum und von der Snare. Weil ich habe gerade gesehen, ich habe für die Bass Drum, glaube ich, ein kleineres, blattsparendes Stativ. Was, glaube ich, ganz gut ist, weil es mir sonst sehr im Weg ist. Wobei, jetzt habe ich auch Scheiß drauf. Stabil, ne? Ne, ich lasse die Bassdrum so. Ich lasse die Bassdrum so und mache direkt mit der Snare weiter. Ich mache mal eben kurz das Mic schon an, das Stativ. Und dann stelle ich eine Nice Wiene. Nice Wiene ist ein guter Name. Jetzt stelle ich mir erst das Mic dahin, damit ihr ungefähr sehen könnt, wie ich es machen würde. Ich mag es halt gerne. Wenn ich, Amolange. Ich mag es halt gerne, wenn das Snare-Mic von oben natürlich auf die Snare zeigt, aber mit dem Rücken zur Hi-Hat. Das ist eigentlich immer ganz gut. Und das machen wir jetzt mal. Damit, was ihr eben gelernt habt, nämlich Superniere, dass von hinten nicht so viel kommt. Beziehungsweise Superniere kommt leider ein bisschen, also ist auch schon wieder Quatsch. Aber, ich stell's mal hin und dann guckt ihr einfach mal. So, unten kommt das hin, das Ich muss jetzt noch... So ungefähr würde ich es machen. Gibt es da von euch Gegenstimmen? Das ist eine DW-Snare-Drum. So mache ich es mal und ich mache dann erstmal die Toms weiter und dann gucken wir einfach mal. Die Toms habe ich ja so coole Klemmen, da brauche ich kein...
kein Stativ in dem Sinne. Würde ich genauso machen, schreibt Curlzilla. Sehr gut. Dann geht's weiter mit den Toms. Bisschen raus. Toms habe ich, wie gesagt, so Klemmen. Die würde ich dann einfach hier so dran klemmen. Und ein bisschen zu nah, wie den Tom umgehen soll. Sehr nah, ne? Die Tom ist. Du wärst nicht dafür gedacht, aber du hast natürlich recht. Okay, aber so haben wir die Toms, ja? Wir haben zwei Toms, wir haben die Snare. Okay, die ist am Anfang überstraft, dann ist es einfach so. Ich habe einfach schon lange keine neuen Mikrofone mehr aufgebaut, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen war ich verwirrt. Okay, dann lassen wir es so, dann geht's weiter mit der Stand-Tom. So. Einmal gucken, ob der Pegel passt. Hört mal kurz rein. Passt der Pegel, Leute? Ja, passt? Passt, okay, alles klar. Geil! Geil! We'll be right back.
Leute! Was geht? Habt ihr auch so viel Spaß damit? Wie ich? Sagt's mir! Hä? Alter, was geht hier ab? Was ist. Denzen raided auch oder was? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Meine Zeit, ey. Denzen raided hier auch die ganze Scheiße ab oder was? Leute, muss ich schon wieder Schlagzeug spielen? Herzlich willkommen! Herzlich willkommen, liebe Denzen-Freunde! Denzen86. Der beste Kaizo-Mensch der Welt. Gut tätowiert, gut aussehend, immer nett. Wohlklingende Stimme. Sehr schöner Raum auch, Denzen, in dem du sitzt. Auch ein sehr schöner Raum. Allerbeste. Leute, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich bin hier gerade in so einem... Tut mir leid, ich war gerade total beschäftigt, weil ihr, wie ihr seht, ich mikrofoniere gerade mein Schlagzeug, also mit echten Drum-Mics. Und da bin ich... eben hatte ich die Standform geschafft, dann kam der Raid von Dr. Freud und dachte ich, Mensch, jetzt machst du mal weiter. Und dann habe ich die Hi-Hat gerade fertig und dann kommt ihr. Das ist einfach ein lustiger Abend, aber so mag ich das doch. So finde ich es einfach ganz geil. Und eben habe ich schon mich bedankt bei den Floyds, indem ich einfach mal Drums gespielt habe. Und das gleiche biete ich euch jetzt auch an. Frech, diese Raids. Ich biete euch jetzt an, dass ich für euch ein 2-minütiges Drum-Solo mache. Ich schwitze gerade eh noch, also ist es egal. Ich habe noch nicht Mikrofone an den Drums, aber ich habe hier ein Sprachmikrofon. Das heißt, der Sound wird so ein bisschen, ein bisschen blechern sein, ja? Aber ihr kriegt ein kleines Solo, einfach weil ihr so geil seid.
ich stelle das jetzt ein. Nehmen wir, okay, nehmen wir. Alles klar. Da mache ich aber auch hier wieder Chat an und Alerts und den ganzen Mist, damit ihr einfach auch das alles im Blick habt, wie geil das hier ist. So, da ist der Chat. So, hier, das kommt hier hin. Und der da. So, haben wir alles? Geil. So, jetzt mache ich das Licht aus. Jetzt muss ich allerdings meinen Drum, also mein Sprachmikrofon muss ich auf den Drumpegel einstellen. Das heißt, ich muss die Mikrofonintensität auf 0 stellen, damit es gerade so ein bisschen nur verzerrt mit den Drums, damit es einigermaßen geht. Wie schön, dass ihr da seid, ey. Schön abdancen. Nebel habe ich noch nicht drauf, aber alles andere geht natürlich schon. Dafür nehme ich natürlich diese Cam. Die richtige geile Updance-Cam. Densen 86 Updansen-Cam. Die ist es. Extra für euch. Und ja, ihr bewundert gerade meinen neuen Raum. Und ich bin noch nicht ganz so ready, aber ready genug. Ready genug. Mein 20k-Raum wird, Leute. so, also Mic einstellen. Neue Farbe, ihr kriegt eine neue Farbe. Ich mache eine neue Farbe. Was für eine Farbe wollt ihr, Chat? Was für eine Farbe wollt ihr haben? Mach mal eben schnell eine Farbe. Denzen, was willst du für eine Farbe haben? Bunt. Denzen, sag mal. Ey, Denzen soll sagen. Matthias ist auch da, Alter. Derbe. Derbe. Die Kaizo geht das. Community rastet aus. Denzen und Matthias. Lila. Denzen liebt Lila. Okay. Okay, okay. Das Lila genug? Ist genug, oder? Geht schon klar. Ja gut, hey Chat, dann enjoy. Für euch ein ganz kleines Drumständchen um 23.41 Uhr. Hey, schön, dass ihr da seid. We'll be right back.
Hallo Leute. Hallo. Fetzt das für euch? Fetzt das genügend? Seid ihr zufrieden? Ist das die Art von Unterhaltung, die ihr braucht, um diese Uhrzeit? Ohne Minecraft, ja, das muss man sagen, dass dieser Raum und dieses Drumset klingen überragend. Es ist überragend. Ich habe wirklich nur mein Vocal Mic genommen. Und klar, es ist ein bisschen blechern, es fehlen die Bässe, es fehlt das Fundament. Aber für nur ein Mic ist es überragend geil. Überragend fett. Alter, und ich sehe gerade eine absolut heftige Donation hier. Aber alles Step by Step. Was geht hier ab, Alter? Was geht hier ab? Ich muss mich einfach nochmal bedanken bei den ganzen Leuten, die hier mich unterstützen. Das ist einfach absolut crazy. Und Tapetenfleck hat einfach mal, Leute, überlegt mal, 100 fucking Euro. Tapetenfleck hat gerade 100 fucking Euro gespendet. Einfach nur, weil er oder sie sagt, ey, dieses Drumming ist gut. Hallo Krogi, schön, dass du da bist. Alter, von Herzen danke, danke, danke. Richtig F in deine Richtung, weil du mich heftig unterstützt gerade, genauso wie alle anderen auch. Und deswegen kann ich das hier machen, weil ich einfach gut verschuldet bin damit. Aber es ist in Ordnung. Dafür bin ich glücklich. Also, was will man mehr? Dankeschön, Tapetenfleck. Sehr, sehr nice. Black Frankie 1993 hat abonniert. Vielen, vielen Dank da in deine Richtung. Und wer eh alle followt, ist eh das Geilste. Dankeschön dafür. Und danke für den Raid, Denzen. Ehrenmann. Schön, dass du auch da bist, Matthias. Ehrenleute. Finde ich richtig, richtig stark. Krogi, wird es bei dir mal Jugendzimmer geben? Hier in diesem Raum, weiß ich nicht genau, ich habe Angst, dass ich alles zerstöre, was ich mir gerade aufbaue, muss ich ganz ehrlich sagen. Matthias lässt ein Herz da. Ich freue mich wirklich, dass ihr da seid, ich meine das wirklich ernst. Und von daher, ja, alles geil. Ich scroll nochmal hoch, ob ich irgendwas vergessen habe. Die Kuhglocke hat euch gefreut. Sehr schön. Aber ohne Scheiß, ne? Für einfach so ein Mic ist das schon ganz geil. Und das, ich finde das Setup hier ist geisteskrank schön. Also ich finde, wie gefällt's euch denn? Ihr müsst auch was sagen. Wie gefällt's euch? Balu 15.01 hat abonniert, Bommel TB hat abonniert, Toasty hat auch abonniert. Vielen, vielen Dank. Alter, ey, Crippy McCripface, Digga. Krippy McCripface hat gerade 150 Euro donated und schreibt für die Kreditbearbeitung. Ich hab 3 Jahre Zeit, Alter. Ich habe 3 Jahre Zeit, den Kredit zu bezahlen. Aber danke, es gibt mir ein gutes Gefühl. Ich freue mich tierisch darüber. Ey, wirklich, herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Krippy McCripface, alter Schwede, ich hoffe... Vielen, vielen Dank. Also, jetzt gehe ich mal durch. Wir lieben es. Noch nie gesehen auf dem Level. Das sieht echt mega gut gemacht aus. Steckt bestimmt viel Arbeit. Es ist viel Arbeit dahinter. Viel auch Konzeption und so, was man alles macht. Kredite sind doof, die machen mich nervös. Ja, mich auch, aber was soll ich machen? Irgendwann muss das ja weitergehen. Für einen Mic klingt das echt Hammer. Ja, genau. Hast du Bock auf die Metallica One Drums? Ja, hätte ich schon Bock drauf, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, heute will ich noch weiter mikrofonieren. Ich würde so gerne mal mit dir spielen, schreibt Vihaveri. Ey, können wir doch mal machen. Und Mihara Arcadia schreibt, deine Stammtrommel ist perfekt gestimmt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich finde eh, dass dieses Drumset sehr dankbar ist, was das Stimmen anbelangt. Passt auf jeden Fall. Sehr gut sieht's aus. Noch ein paar fette, bewegte Strahlen, das wäre für mich perfekt. Ja, ich kriege noch so auf, also so geile Lampen. Ich wollte das aber erst das Schlagzeugmikrofon und dann die geilen Lampen machen. Aber vielleicht schaffe ich das gleich noch. Mal gucken, wie viel ich heute noch machen kann. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr fett. Ich fand mega, wie man die Vibrationen vom Schlagzeug sehen konnte. Keine Ahnung, ob die Kammer ein bisschen mitvibriert, aber sieht saftig aus. Ja, das vibriert schon ganz derbe. Das Kit hat echt Schub. Also es hat wirklich heftigen Schub. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gary hat auch die erste Nachricht abgefeuert. Vielen Dank. Kurt Pueblo hat auf Stufe 1 abonniert. Dankeschön. Und schöne Kindheitsvibes. Hab früher auf dem Dorf auch immer beim Kumpel im Proberaum gegangen. Der ist auch Drummer. Geil. Setup ist richtig nice. Stein schreibt Borbarat 6666. Ich freue mich für dich, dass du es so gemacht hast und dass dir es gut gefällt. Dankeschön. Was sagen die Nachbarn dazu? Ich bin in einer Lagerhalle. Ich bin bei Eid im Lager, meinem Kumpel Christoph. Und ich bin in einer relativ schallisolierten Box tatsächlich. Also man hört draußen ein bisschen was, aber es hört sich so an, als wäre es 4 Häuser woanders. Also es ist mit anderen Worten, es ist keine Lärmbelästigung draußen.
Also wirklich nicht. Also es ist alles gut. Ginzi hat abonniert und schon für 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Könnt ihr bei Gelegenheit mal International Music, die haben vor kurzem ihr 2. Album rausgehauen, ist Bombe. Ja, gerne. Ihr könnt auch gerne in meinen Discord, den Link findet ihr weiter unten, da habe ich so einen Reiter, der heißt Musik und ich würde gerne zukünftig im Stream auch einfach mal eure Musik durchhören mit euch, mit den Videos und einfach mal ein bisschen drüber plaudern. Also packt es da gerne mal rein, wenn du Bock hast. Rocksteady hat abonniert auf Stufe 1. Vielen Dank. Wie beeinflusst das Plexiglas den Klang? Das ist Acryl. Ja, es klingt anders als Holz, tatsächlich. Es ist so ein bisschen... Ich kann das schlecht beschreiben. Es klingt definitiv anders. Es ist so 80er-Jahre-Drums sind es eher. So ein bisschen härter, würde ich fast sagen. Sind E-Drums wirklich leise zum Spielen oder eher doch laut? E-Drums sind doch relativ... Also sind natürlich leise, aber was das Problem an E-Drums ist, man denkt dann immer, man kann in einer gemieteten Wohnung easy E-Drum spielen. Das stimmt nicht so ganz, weil die Bassdrum überträgt, also dein Fuß überträgt ja den Schall auf die Bassdrum, also du stampfst ja, ne? Und das ist natürlich auch Stampfen, was durch den Körperschall des Bodens auf die anderen Wohnungen übertragen wird und dann geht das nicht so gut. Also es ist ein Trugschluss, dass man sagt, man kauft sich ein E-Drum-Set und dann wird alles gut. Dann kann es genauso gut sein, dass sich Nachbarn beschweren, aber es ist natürlich nicht so in die Fresse laut, das schon. Aber es wird wahrscheinlich die Leute unter dir doch sehr nerven, das muss man auf jeden Fall bedenken. Toasty89 hat 5 Subs verschenkt. Alter Schwede, herzlichen Dank. Richtig, richtig lieb. Was schreibt ihr noch so? Also Körperschall, exakt. Kommt auf den Herstellern, bla bla bla. Megaman, ich wünschte, ich könnte das machen, weiter so. Ich werde dich weiterverfolgen. Top, schreibt VOD2207. Dankeschön. Soll ich morgen mal im Lager gucken, ob wir noch den einen oder anderen Standalone-Effekt haben oder hilft das nicht? Ey, Tanke Talk, natürlich hilft das, selbstverständlich. Ey, was du hast, Hammer. Richtig geil. Raumklang ist angenehm trocken, Bassbereich wirkt schön offen und nicht zusammengestaut. Wie hoffe ich, einen kleinen Betonbunker. Nee, genau, das ist alles super gut. Sobald ich wieder in Arbeit bin, schließe ich mich meinen Subs an. Wieselflink69, ihr seid alle auch so herzlich willkommen hier und ich bedanke mich, dass viele Leute freiwillig Bock haben, das hier zu unterstützen. Finde ich richtig geil. Okay, danke. Kein Bock, dass meine Nachbarn sich beschweren. Mietwohnung, uff. Nee, dann wird es mit dem E-Drum-Set nicht unbedingt besser. Du kannst versuchen, die vom Boden zu entkoppeln. Das habe ich damals bei mir in der Wohnung auch gemacht. Aber es hat auch nicht so richtig was gebracht. Das war auch schwierig. Im Erdgeschoss wird es halb so schlimm sein, ja. Auf jeden Fall. Was hält der Krugmeister von Audix Drumax? Die finde ich auch richtig gut. Die finde ich wirklich sehr, 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 sehr schön. Und vor allen Dingen das Bassdrum-Mic, ist das D7, ne, glaube ich. Das mag ich gern. Wäre auch jetzt so nach Schur meine Wahl gewesen, aber ich bin natürlich derbe, heftig, turbofroh, dass Schur auf mich Bock haben. Und deswegen baue ich da auch gleich weiter. Dankeschön an Green Vault Boy für die 400 Bits. Sehr, sehr nice. Suki Sukasa schreibt, so, noch viel Erfolg beim Mikrofonieren, aber ich muss ins Bett. Good night. Okay, gute Nacht dir. Ich bedanke mich erstmal für die ganzen Gespräche. Jetzt möchte ich aber auch weitermachen, weil es wird ja alles immer später. Und ich muss jetzt erstmal zumindest die Mics dran kriegen. Also ich habe noch 2 Overheads und das war's. Ich zeige euch mal, wie ich es gemacht habe, wie ich mir das vorstelle. Das Mikrofon geht jetzt weiter. Ich stelle mir das nämlich so vor. Markus S. hat abonniert, vielen, vielen Dank. Bei YouTube tatsächlich, im YouTube-Channel. Kann ich irgendwie auch sehen, gerade im Stream, also warum auch immer. Aber sehr, vielen Dank. Und zwar habe ich... Achso, da muss ich wieder alles so einstellen, dass man den Chat und die Alerts nicht sieht, weil das kommt auf YouTube. Moment. Flip und plupp. Okay, weiter geht's. Ich habe nämlich hier oben mir eine Stange dran gemacht. Seht ihr das? Da hängt auch schon ein rotes Kabel und die GoPro. An dieser Stange werde ich meinen Overheads befestigen. Ich hatte nämlich keine Lust, mir alles mit Stativen vollzuballern. Deswegen habe ich die Stange da reingemacht. Und an die Stange kommen jetzt, wie gesagt, 2 Beta 181. Ich wollte die eigentlich irgendwie XY-mäßig machen, aber es macht mit einer Kugel natürlich keinen Sinn. Ich habe vercheckt, dass das ein Kugel-Mic ist. Dementsprechend mache ich einfach AB. Ganz simpel. Einfach AB dran. Ja? Und da habe ich so Multiclem für, die muss ich mir aber, die habe ich irgendwo hingeschmissen. Die muss ich erstmal noch suchen, merke ich gerade.
Wo habe ich die? Hier in der Schublade nicht. Hier, ich habe sie, das ist cool. Und dann gucke ich mal, wie ich die da dran getüdelt bekomme. Das wird aber schon irgendwie gehen, ich weiß es ganz sicher. Ja, ja, ja. Schön mit der Multiclamp. Okay, ich habe gerade anscheinend nur eine Multiklammer, die richtig funktioniert, wenn ich das richtig sehe. Ich guck nochmal. Moon Girl wünscht auch allen eine schöne Nacht und viel Spaß. Thomas Kölzilla hat auch bei YouTube abonniert. Das ist ja krass. Ich kann wirklich sehen, was bei YouTube abgeht. Das war mir nicht bewusst, Leute. Das ist ja schön. So, kriege ich das jetzt hier reingeäumelt? Sieht fast nicht so aus. Nö, gute Mics kosten nicht die Welt. Das ist wie so oft bei vielen Dingen, dass man für ein Quäntchen mehr häufig extremst mehr Geld ausgeben muss. Und kann auf jeden Fall schnell guten Sound haben, das geht schon. Es gibt auch echt gute USB-Mics mittlerweile, da musste ich letztens auch schon da war ich echt so überrascht. Lieber Krogmann, sehen gerade nicht richtig viel. Was heißt das? Wegen der Kamera, das meinst du, ne? Ich mach gerade nur was eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ich bin gleich wieder da oben an der Stange. Ich lasse die Kamera jetzt so. Sonst muss ich immer hin und her arbeiten. Das ist irgendwie auch so nervig. Ich versuche gerade nur, meine Klammer hier reinzukriegen. Das klappt aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also mache ich noch was anderes. Wir haben es doch sofort, Freunde. Wir haben sofort. Ich bin gleich wieder an der Stange. Hot Tub Incoming. So ist es. Aber ich werde wahrscheinlich das System doch gerichteter machen und mir ein ORTF bauen. Habe ich mir gerade überlegt. ORTF-Verfahren. Aber wir gucken gleich mal. Die Lüftungsschlitze sind gedämpft, ja. Tatsächlich. Da brauche ich aber jetzt andere Kapseln tatsächlich. So, ihr Lieben, jetzt habe ich, glaube ich, mein System soweit ready.
So, also es ist jetzt ziemlich kleines AB. Also richtig, also eigentlich kannst du es nicht AB nennen. Aber ich habe gerade keine zweite Multiklemme. Ich muss mir das mal anhören, wie das klingt. Es sind zwei Kugeln relativ nah beieinander. Die können sich ziemlich, das könnte phasenmäßig ziemlich eklig werden. Kann aber auch sein, dass es funktioniert. Also, wie gesagt, das kann klingen, kann auch richtig scheiße sein. Ich würde einfach lieber ein AB haben, aber mir fehlt gerade eine Multiklemme. Und deswegen habe ich jetzt mal dran gemacht, damit ich überhaupt mal was checken kann. Nicht, dass wir noch Phasenauslöschung haben. Ja, ganz genau. Und Köln-Siller schreibt es gerade selber. Richtig ist nicht. Genau. Also es ist einfach relativ wild, eine wilde Konstruktion. Aber könnte was werden. Ich habe noch zwei Achten, ne? Ich weiß nicht, könnte ich mit zwei Achten und dem Aufbau ein bisschen was reißen? Wenn ich die nach außen drehe, könnte es klappen, ne? Zwei Achten und die nach außen drehen, dann kriegen die Reflexion von oben. Mit zwei Achten komme ich vielleicht besser klar. Was meinst du, Kölzilla? Wenn ich zwei Achten nehme und die nach außen drehe, müsste eigentlich gehen. Es gibt ja Methoden, wo du so nah aneinander bist. XY wäre eine oder ORTF oder so. Für AB ist es zu nah. Aber mit nach außen drehen meine ich, dass die Achten quasi seitlich 45 Grad nach außen zeigen. Verstehst du? Also, dass ich quasi mit jeder, mit einem Mic Phase drehen und beide aber auch auf einen gemeinsamen Punkt delayen, auf einen. Ja, das stimmt. Das, ja, klar geht das, aber da habe ich natürlich nicht so ein. Es sind jetzt zwei Kugeln, das darf man nicht vergessen, ne? Da habe ich nicht so einen krassen Stereo-Effekt, den ich eigentlich haben will. Ich glaube, ich werde das auch alles mit den ganzen. Ich glaube, ich werde mir den Aufwand aber sparen und mir einfach noch eine Klemme holen, dass ich die AB-mäßig aufbauen kann. Ich glaube, da habe ich mehr von, ehrlich gesagt. Müssen wir sehen, was noch hinkommt. Aber ja, sind dicht an dem Akustikstoff dran. Ja, ich glaube, von hinten wird es wahrscheinlich okay sein. Ja, das sind Kugeln. Ich meine, die würden halt eigentlich, also Kugeln machen eigentlich nur AB sind, aber ne, so relativ über den Becken oder so. Aber ich will eigentlich auch den ganzen Sound haben vom Set. Schön dicht. Was meint ihr? Die Leute mit Tonexpertise. Meint ihr, es macht Sinn? Ich zeig es nochmal. Meint ihr, es macht Sinn, die, Alter, EdoP rated auch, oder was? Alter Schwede, Alter. Okay, crazy, crazy, crazy. Was ist heute hier los? Was ist hier... Sagt's mir, was ist hier heute los? Was geht hier heute ab? Ich grüße euch, ihr Leute. Herzlich willkommen hier im Stream von mir. EdoPs Freunde sind meine Freunde. EdoPs ZuschauerInnen sind meine Zuschauer. Und schön, dass ihr alle da seid. Haus an Haus geht ab. Ich freue mich richtig, dass wir alle gemeinsam Quatsch machen. Das wird richtig geil. Ohne Scheiß. Ich habe mich richtig gefreut, dass heute das Announcement kam. Und ich freue mich darauf. Ich glaube, es wird cool. Und ich habe einfach mal Bock, auch wieder, was mache ich hier? Mal wieder so lange am Stück wach zu sein. 24 Stunden Quatsch. EdoP ist mega aufgeregt. Musst du nicht sein. Musst du nicht sein. Es wird alles geil. Ich freue mich einfach drauf. Alles gut zum Geburtstag, Krugmann. Ich habe nicht Geburtstag, aber danke. Du meinst, weil der Raum so geil ist, ne? Ja, ist eher Weihnachten für mich. Krug heute trockener als Zwieback. Na klar, der Sound ist einfach nur geil. Das meinst du ja wahrscheinlich. Und die Bassdrum muss getriggert sein. Nee, Quatsch. Ich krieg das schon. Ich habe hier einen Transient Designer im Rack. Die wird schon richtig knallig. Dann spielst du wieder Flixbus Simulator. Das war so geil. Ja, war alles. Das mache ich alles. Erstmal freue ich mich. Erstmal möchte ich EdoPs Leute gebührend begrüßen. Wir haben ein bisschen gelurkt, als er im Baum war. Das ist richtig nice. Dankeschön, EdoP. Ich habe wirklich nicht Geburtstag. Ich weiß nicht, auf wen wer das gesagt hat, aber ich habe nicht Geburtstag heute. das ist auch richtig geil. Ich habe noch so ein paar Lampen, die ich aufbaue gleich.
Und dann habe ich schon wieder einen großen Schritt geschafft. Ich habe schon mal am Drumset alle Mikrofone dran, aber ich muss auf jeden Fall noch einmal von den Leuten mit Tonexpertise, die muss ich fragen. Ich habe eine Grenzfläche in der Bassdrum und ich habe davor auch noch, ich habe alles, was geht, dran. Aber jetzt geht's um die Overheads, Leute, ja? Ich habe zwei Mikrofone als Overhead mit Kugelcharakteristik. Nur habe ich jetzt nicht zwei schöne Aufhängungen für die Mikrofone, sodass die gerade an einer ORTF-Klemme hängen. Und eine ORTF-Klemme hat nur einen kleinen Abstand. Jetzt kann ich aber auch die Richtcharakteristik der Mikrofone verändern, von Kugel zu Achten. Und meine Idee ist, dass ich die beiden Achten nehme und die quasi nach außen auf die Becken zeigen lasse, sodass ich ja ein bisschen mehr Stereobild habe. Und oben ist ja die Akustikdecke. Meint ihr, das würde gehen mit den Achten, wenn ich das so lasse vom Aufbau? Curzilla schreibt, ich würde die Achten nehmen. Ich glaube auch, dass das geht. Ja, ne? Mit den Achten müsste es gehen. Ich mach das einfach. Das ginge mit den Achten. Dann nehme ich jetzt die Achten, Leute. Sorry, ich bin Bassist, ich habe keine Ahnung. Das ist kein Problem. Ich bin Schlagzeuger, dafür kann ich keine Melodie. Jeder hat Probleme als Musiker. Ich weiß es doch. Ich kenne auch die Sprüche. Ich kenne das so alle. Weißt du, als Bassist hast du so große Hände, das ist so, als wenn ein Gitarrist Ukulele spielt. So ist das, wenn du eine Gitarre anfasst. Ich kenne das doch alles. Kommen die Reflexionen vielleicht mehr zum Vorschein? Ja, ganz sicher. Aber ich gehe davon aus, dass mit der Akustikdecke die Reflexionen nicht so schlimm sind. Aber der Twitch hat trotzdem jedes Hobby und jeden Beruf, den man gerade braucht. Genau, es wird spannend, was von der Rückseite kommt. Ich glaube aber auch, dass es geht, weil diese Boost relativ gut isoliert. Und das hören wir uns an. Hier sind die anderen Kapseln. Ich glaube, die schraube ich nur drauf, wenn ich das richtig verstehe. Ich will jetzt nicht kaputt machen, aber wir machen das jetzt einfach mal. Ich wechsle einmal die Cam. Und die anderen, die gerade denken, Alter, was will der Typ? Der labert gerade nur was von Schlagzeug. Ja, ich bin halt doch im Aufbau dieses Raumes und ich will hier halt geile Drumstreams machen mit wunderbarem Sound. Und irgendwann muss ich es halt mal machen und dementsprechend geht es jetzt hier direkt weiter. Also danke für den Raid und so. Cool, dass ihr da seid. Followt bitte. Wenn ihr Bock habt, followt. Das würde mich richtig freuen. Hier geht dann richtig gut was ab. Und ich baue jetzt aber einfach mal weiter. Ja, ich baue einfach mal weiter. Da oben seht ihr die Mics, um die es geht. Hier oben im Bild. Da kommen die Follows rein. Das freut mich sehr. Über Follows freue ich mich gerade richtig hart. Da sind die Mics da oben und da muss ich jetzt die Kapseln ändern. Ich mache etwas Hintergrundmusik an für euch. Aber ich mache es nur ganz leise, weil es soll ja ein YouTube-Video werden. Wobei, scheiß drauf.